Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zur NHL 19, zur World of Chill, zur Folge 15. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle gut drauf. Und ja, ich würde sagen, wir starten los bei unserer Pro-EM. Roberto Luongo, Teuvo Teravainen has begun to control play. You must win face-offs. Wir müssen wieder siegen. Wir spielen diesmal als Verteidiger. Freitag spielen wir immer als Verteidiger. Wir verteidigen das Wochenende. Na, schauen wir mal, wie es uns geht. Die NHL 19 zählt da. Schauen wir mal, wie das Verteidiger bist, wie wir das sehen da. Abgefallen, sozusagen. Abgefallen. Ah, ich probiere eine Futzerei anfangen auf dem Eis und das funktioniert ja nicht. Jo, hat irgendwer von meinen Abonnenten einmal Lust, so am Samstag auf Nacht einmal so eine Runde NHL 19 zu zocken? So, wenn sie es machen, wir entweder nur privat oder sonst gehe ich live. Oder schon, kann man mal so kleine Online-Spiele machen, miteinander, gegeneinander. Ja, 1-0 im ersten. Ich sage 1-0 im ersten Drittel, das geht noch. Das ist nur zum Aufreden. Ja, erst das Drittel, Berlin, du hast nur hinten. Aber ich glaube, da gleicht man schon nur aus. Das da gleicht man schon aus. Ja, der hat aber schon geschossen gehabt, oder? Absolutely makes the most of the opportunity.
Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Der hat ja schon geschossen gehabt, oder? Sehe ich das jetzt anders? Macht sie alle, schießt sie aus der Halle. Achso, schießt sie vom Eis. Cool, die Hit. Ja, das ist wieder was. Ich bin wieder auf dem Falschen fixiert gewesen. Jawohl! Schauen wir mal. Ah. Mato Simon. Super. Ah, zu lang gewartet. Jetzt spielt er zu lang gewartet, hast du zu lang gewartet. Das war zu nachts. Jawohl, Ausgleichstreffer, Ausgleichstreffer. Jetzt hat es schon, dass man in Führung geht. Lass ich mal wieder annehmen. An dieser Stelle ist jetzt zwar schon über eine Woche her, aber Dominik, ich grüße dich. Danke für den Puck und für die Schüttelkappe aus Bremerhaven. Finde ich sau geil von dir, dass du es mitgenommen hast. Dafür ist dir ein Platz im Team sicher. Also du bist ein richtiger Ehrenmann. Jawohl, Führungstreffer. HP erzielt den Führungstreffer. Ich werde ja nur in die anderen Videos grüßen, Dominik. Der Dominik ist nämlich ein Freund von mir aus der Notkurve, der Repuls. Und der war beim Auswärtsspiel in Bremerhaven und hat mir einen Puck und eine Schüttelkappe mitgenommen. Von da. Jetzt brauche ich gerade noch eben. Also ich habe die schon begrüßt, habe ich die Woche schon begrüßt. Ist gleich, grüße die heute nur mal. Sollte eine Begrüßung schon rauskommen sein und ein Dankeschön, ein offizielles, dann. Mach ich nur mal. Hoppala. Jetzt spiele ich rechts die neue. Jetzt war ich gerade noch im Schal, im Lessigen aus Bremerhaven und ein Abstecker und ein eventuelles Trikot.
Ja, noch ist Bremerhaven komplett mit der Sonnenburg. Für mein Eishockey-Zimmer. Bloß kein Gegentor kassieren. Bloß kein Gegentor kassieren, die Buschen. Selber nur was machen, aber keins mehr kassieren. Jawohl, der nächste Sieg für mich. Geht doch dahin. Jetzt müssen wir, glaube ich, ein Level sogar aufsteigen. Und wir müssen wieder Sporttaschen von Ekel. Sometime soon. Until then, from Bob and I and the rest of the team here tonight. Good night. Stay safe, and I'll see you soon. Level 10. Rang 1 bin ich. Was ist da eigentlich besser? Rang 1 oder Rang 3? Ich weiß gar nicht. Dann 10 zu 22 Schüsse haben wir gebraucht. 7 von 7 Bullis gewonnen. Ist ausgeglichen. Gehen wir mal zurück zur Zentrale und schauen wir mal, was wir Schönes bekommen haben. Roberto. Schauen wir mal, was wir Schönes bekommen haben. Was macht man denn zuerst auf? Ah, macht man zuerst die hier auf. Bin eher neugierig, was da drin ist. So. Legendär. Torjubel. Torhüterschläger. Episch. Okay. Selten. Okay. Okay. Ist jetzt so, zwar jetzt nichts drin, was mich jetzt persönlich interessiert. Seltene Hosen, seltene Visierfarbe Rot, ne, gefällt mir auch nicht so. Okay. Oh, eigentlich auch nichts so weit, das was mir persönlich gefällt. Schauen wir uns nochmal an. Ah ja, ich spiele aber mein Trikot. Ja. Hat er irgendwas? Clubbelohnungen. Okay, das haben wir bei den Clubbelohnungen dazu gekriegt. Okay. Ja, meine Freunde, gut, das war's dann wieder für diese Folge. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, weil es ist die Freitagsfolge.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann das jetzt mein Video ausschaut, würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Das eine oder andere Kommentar. Vergesst meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität im Stadion ist okay, aber davor und danach sind wir doch alles wahre Sportsfreunde und wir können da jetzt miteinander über, wir können über alles miteinander reden. Dir was zu den Heimspielen von, egal welchen Club das ist, Ukraz, ich wünsche Ihnen viel Spaß in Inkra. In irgendeiner Heimstätte, sage ich jetzt einmal, weil ich weiß ja nicht, wo sie steht. Bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.